Ja, morgen, morgen, morgen. Und gibt es was Epischeres, als mit diesem Soundtrack zu starten in einen neuen Part Pokémon Gaia. Und wir machen hier weiter. Und ich bin mega hyped, to be honest. Denn wir nähern uns dem Ende. Denke ich mal, vermute ich mal. Und oh shit, hier splittet sich der Weg. Ah, ich gehe mal erstmal oben lang. Den Treppen lang, entlang, würde ich sagen. Können wir nichts falsch machen. Treppe hoch. Und ich bin gespannt, was wir in diesem Part alles erleben werden. Werden wir die Elder Grunts aufhalten? Ja, nein, vielleicht. Was wird passieren an diesem Mittwoch? Okay. Mashok. So. Gucken wir mal, ob hier was liegt. Nope. Geht's hier lang? Oh, was? Also ich muss ganz ehrlich sein. Diese Random Encounters ohne Gras sind schon uncool. Finde ich nicht so geil gemacht. Oh. Geil, jetzt kriegen wir Simsala. Mega Simsala. Haben wir leider nicht im Team. Oh, da unten ist eine Höhle. Kraxler. Oh. Oh, Bruder Lander, nee. Da steht ein Grunt, da steht ein Grunt. Bam, bam. Und eine Höhle. Und ein Höhleneingang. Ich bin hyped. Ich bin hyped. Ich bin hyped. Du. It is actually. Hier liegt auch nichts rum. Hier ist random Gras. So, dann lasst uns in die Höhle gehen. In die Ruinen. Let's go. Oh, da liegt ein Fossil. Dope Fossil. Hä? Ich bin der Meinung, dass wir das schon mal hatten. Moment, Moment, Moment. Warum gehen die Schriftzeichen hier rechts nicht weiter? Nichts, ne? Und links auch nicht. Okay. Dann gib mir ein Inkognito. Gib mir ein F. Sick. Z würde ich jetzt einfach mal raten. Könnte aber auch N sein. N sah lustig aus. Und zwar nicht N aus Schwarz-Weiß, sondern als Inkognito. Sorg! Okay, dann sind wir hier falsch, aber wir haben alles abgeklappert, alles abgeräumt. Und dann geht's weiter. Ich denke mal, hier unten gab's noch einen Weg. Und oben. Jetzt bin ich gespannt. Sackgasse. Oh, hier gibt's eine Treppe. Oh, Morgana. At last, the key tablet. Oh, shit, they got it. Okay, alle drei Bad Boys sind am Start. Mal sehen, ob ich noch deren Namen weiß. Isekeil? Isekeil und Co. halt, ne? Wisst ihr, Bescheid. Okay. Oh, shit. The awakening will happen of Regigigas. Isekeil. Es wäre uns eine große Ehre. Well. Ah, Morgana wird sie nach Hause schicken. Die drei Elder Knights gehen nach Hause. Oinis, yes. A.K.A. Oinis. Lange ist her. Wir haben sie schon lange nicht mehr gesehen. Decision is final. Die sollen gehen. Oh, die alte Dame Morgana übernimmt es selbst. The time has finally come. Regigigas, erwache. Oh, not so fast. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Sind wir das? Sind wir das, die Helden? Und Depur? Ja, Depur und Ander. Let's go. Okay. Werden wir sie aufhalten? In more importantly, and I won't. Enough!
I'm sick. Oh, sie wird uns richtig kaputt hauen. Let's go. Epischer Fight, Inc. Pam! Elder Sage Morgana. Mit Traumagil. Level 52. Okay, Fire Ghost. Let's go, Fire Ghost. Ich würde sagen, wir werden direkt reinhexen. Nasty Plot. Ah, shit. Das ist stark. Ich hoffe, wir killen sie. Ich glaube, ein Shadow Ball wreckt uns. Yes! Wichtiger One-Shot, denn sie hatte sich schon gebufft. Gengar next. Ich bleib drin mit Hex. Es ist ein Mega-Gengar. Habt ihr das Zeichen gesehen? Okay, direkt Mega-Gengar. Jetzt bin ich hyped. Das könnte uns killen, denke ich mal. Es wird auf jeden Fall Shadow Ballen, nonstop. Shadow Ball, komm schon, Fire Ghost. Es ist Level 54. Uhuhu, der Counter One-Shot. Der Counter One-Shot, okay. So, dann würde ich fast... Hotpants ist eigentlich... Hotpants muss. Hotpants hat Crunch. Magic Shine. Warte. Ist Magic Shine nicht eine Fee-Attacke? Gengar kann eine Fee-Attacke. Okay, das wird übel. Ich werde aber mich nicht verwandeln, weil der Man hat eine Feen-Attack, Fairy-Attack. Das sind Thunderbolten. Critical Hit! Und Paralyze Hex! Boom! Anderos! Komm, jetzt sind wir schneller. Yes! Okay, spannend, spannend. 2-2 steht es. 2-2 steht es. Drapion ist wieder unser Kollege Pion Draghi, ne? Right? Was machen wir gegen... Was? Shit. Gift und Licht. Shit, wir haben nichts. Dann werde ich versuchen, das zu surfen. Macht das Sinn? Das macht, glaube ich, Sinn. Wenigstens hat... ja, ist eine gute Idee. Peng Peng hat Überreste. Peng Peng kann ein bisschen was... aushalten. Wir werden Toxin. Ja, let's go. Night Slash. Das sollte ganz nice sein für uns. Brauchen 3 Surfer. Okay, 2 Surfer. Gut. Sehr gut. Oh, das wird ein spannender. Okay, Akupunktur ist Fail, glaube ich. Oder? Special Defense? Nee. Attack nur. Das war Fail. Okay, gut. 3-2. Hundemon. Ich bleib drin. Wir haben Leftovers und Surfer. Mega kann's nicht mehr werden. Und Intimidate ist uns auch egal. Hat das nicht. Gut. Jaula. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Feuerzahn oder was soll kommen? Was wird kommen? Nichts! Denn wir one-shotten es. 4-2. Sehr gut. Jetzt bin ich langsam beruhigt. Weil sie hat stark angefangen. Jetzt hat nochmal Silinuff einen Auftritt. Eieieiei. Alter, das Mega-Gengar war mega spooky. Und ich glaube, Traumagie wäre auch todesgefährlich geworden. Also starker Kampf. Starke Gegnerin. Ich glaube, ich habe sie schon einmal applaudet, als wir sie im Apex-Tempel gesehen hatten. Zum ersten Mal. Und Brutalanda werden wir jetzt auch... ist sogar Dracheflug, ne? Also, der Icebeam wird reinhauen. Oh, Molten Race! Ich weiß nicht, von welchem Typ Molten Race ist, aber wenn es Feuer ist, haben wir Probleme. Und es ist nicht Feuer, es ist Dragon dann, sehr wahrscheinlich. Uff.
Oh, what is happening? Focus Sash. Oh, Focus Sash, Focus Sash. Okay, was ist ihr Plan jetzt? Sie muss doch auch heilen, oder? Heal, 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 heal. Okay, recharge. Okay, Molten Race. Okay, ich wusste nicht, dass die Attacke gerecharged werden muss, aber ich denke mal... Was soll schon schief gehen? Ein Critical Hit! Oh, ich wollte gerade sagen, was soll schon anbrennen? Trollolol. Und der Critical Hit zurück. Wie du mir, so ich dir, Morgana. Was ein Kampf. Brutal. Ander geht down. The old lady defeated by a child. GG. Der Kampf war jetzt echt cool. Nice. Nice going. Ja, ihr Brutalander. Damn. So, ja, stimmt. Wie ist sie an die Attacke gekommen? Denn nur Herschel kann es den Leuten beibringen. Und er will es niemandem beibringen, aber sie. Sie kann alles. Oh, ist das vielleicht das Buch? Erinnert ihr euch? Welches wir ihr im allerersten Part links, rechts, bam, bam. Ich glaube, da stand das drin, wie man Molten Race lernt. Just saying. Ah, ja, da sagt sie uns. Die Bestätigung im ersten Part in unserem Buch. Wir Idioten haben es ihr zurückgegeben. Okay, ja, das ist seltsam, dass es in unserem Dorf gewesen ist. Alles ist bei Morgana gelandet. Und sie wird jetzt Regigigas Awakening. Awaken. The age of the new elders is here. Oh, Brutal Ander wird wiederbelebt. Brutal Ander. What are you doing, dude? Es wäre so lustig, wenn Morgana jetzt als erstes sterben würde. Und tot ist sie. She died. Oder sie ist jetzt Regigigas. Das wäre auch mega witzig eigentlich. Problem an der ganzen Geschichte ist unser... Problem ist, Mensch, Depo, heil mich. Mein Brick Break Meister ist tot. Hot Pants. Okay. Wie, wir gehen jetzt einfach? Oh ja, klar. Die Musik. Wieder mal richtig Happy Music an einem recht unpassenden Moment. So. The Chamber of Gaia. Okay. Sie ist in der Chamber of Gaia. Übrigens, ich glaube, das habe ich euch noch gar nicht gesagt, aber Gaia war ein griechisches, mythologisches Wesen. Und es steht für die Erde. Just saying. Kleiner Knowledge-Input hier an dieser Stelle. Okay. Ja, also, Herschel erzählt uns doch ein wenig, wie man das Siegel, wie man zu diesem Chamber kommt. Und das haben wir ja gerade gesehen mit dem Tablet. It's like a key. Und man braucht halt Molten Race. Es gibt noch einen Key. Oh nein, wir müssen drei Teile finden. Okay, wir brauchen drei Splitter, um den Key, den zweiten Tablet zusammenzubasteln. Okay.
Okay, Simsala kann uns direkt hinporten. Ich würde aber gerne geheilt werden. Support Depur, please walte deines Amtes. Und er geht. Tschüss, Depur. So. Wie geht es uns? Gut. Wir wurden geheilt. Mysteriously. Nehme ich mit. Ich will aber dennoch Hotpants trainieren, denn ich denke mal, es wird unausweichlich zu dem Kampf gegen Regigigas kommen. Let's go, Simsala. Okay, es gibt ein Relikant, ein Tangelos, ein Lilip und ein Herschels Haus Tablet. Wir gehen zu Relikant. Ah, geil, wir müssen... Ah ja, stimmt, natürlich. Das sind ja die wir alle gesehen haben im Laufe des... Ja. Alles klar, dann werden wir gegen Oinais kämpfen. Ich bin hyped. Rematch! Okay, sie will uns destroyen. Okay, ich bin hyped. Okay, das ist ein geiles Finale. Gefällt mir. Rematch. 5 Pokémon hat sie. Aurorus ist Eis... Fee-Drache. Wisst ihr das? Eis... Wow, sorry. Aurorus ist... Wieso finde ich sie nicht? Da. Amagaga, Gestein, Eis. Das, meine lieben Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Dass unser Brick Break Meister ein gefundenes Fressen hat. Boom, der vierfach Schwächen One Shot. Und Noctu. Das Ding ist, ich möchte eigentlich den Joke nicht weiterbringen. Nicht weiterführen. Und da will ich eigentlich mal noch mal ganz kurz checken, weil Noctu ist ja einfach Normalflug. Bam, badabam, badabam, badabam. Und ich denke, dass Silinaf, weil es wurde ja Hagel ausgelöst, ne? Das heißt, Silinaf kann hier ein bisschen tanken, Noctu kann ein bisschen ins Gras beißen. Alles so Dinge, die ich gar nicht so schlecht finde. Vom Plan. Ice Beam. So, jetzt bin ich gespannt. Ich meine, mich an ein Diggersby zu erinnern. Gastrodon. Ah, wartet mal. Gastrodon hatte, glaube ich, nur eine Pflanzenschwäche, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Und wir haben ja gar kein Pflanzen-Pokémon, right? Oh mein Gott, okay. Wasserboden. Also, was können wir denn nicht nutzen? Eis. Geil. Hotpants. Na, dann lassen wir einfach den Brick Break Meister rein. Für ein bisschen EP. Bam, badadam, bam, badadam, bam, bam, badadam, bam. Was ein Pokémon eigentlich? Gastrodon wird ja auch wieder in Schild und Schwert dabei sein. Brick Break. Oh, shit, mit Recover. Oh. Okay, das gefällt mir nicht. Haben wir eine Attacke? Haben wir einen Move, der uns was bringt? Sand Attack. Ich bleib bei Brick Break, weil Brick Break Meister weiß, wie man dieses Problem lösen kann. Mit Earthquake. Nicht mit Earthquake. Okay, Earthquake war auch nicht so stark. Trotz Staff. Das lässt mich nur darauf schließen, dass Gastrodon recht schlecht ist. Recht schwach. Einfach Tank, ne? Ja, Tank. Tank trifft's gut. Aber wisst ihr was? Ich gebe an dieser Stelle nicht auf. Ich vertraue auf Hotpants. Und ich glaube, Hotpants wird's reißen. Und zwar jetzt.
Zwei Brick Breaks brauchen wir. Ein Earthquake müssen wir überleben. Ein Hagel. Oh mein Gott. Wieso hat er jetzt mehr geheilt? Ist das random mit Recover? Ganz danach aus. Okay, dann leben wir jetzt in einer Danger Zone, die sich gewaschen hat. Oh, dieser... Oh, Alter. So, jetzt wird's brenzlig. Was für eine pesky Strat. Ich bleib drin, weil ich will den Crit. Okay, Leute. Ich will dieses Viech mit den Hotpants besiegen. Mir reicht's jetzt. Ich weiß, wir haben keine Pflanzenattacke am Start. Das ist mega bitter an dieser Stelle. Aber er wird schon sehen, was er davon hat. Alter, wie viel AP? Dude! Alle AP Plus mitgenommen. Komm, do it! Do it für alle Parts, die wir hier dieses Spiel schon spielen. Pack die Crits aus. Oh oh, jetzt kommt der Earthquake Counter Crit. Okay, gut. So, wir wissen, jetzt kommt Recover. Jetzt müssen wir es finishen. Der Crit muss her. Oder wir sind in dem Recover Loop. Und sogar unser Brick Break hat bald kein AP mehr. Ai. Wisst ihr, was schlimmer ist? Es gibt nur eine Sache, die schlimmer ist. Sich in einen Fahrstuhl zu stellen und dann immer rauf und runter zu fahren. Und nicht zu wissen, wo man aussteigen muss. Stellt euch diese Craziness vor. Ungefähr so ist jetzt gerade dieses Gastrodon. Ungefähr so ist dieses Gastrodon. Und ich stelle mir die Frage, Hotpants. Du hast schon oft gecrittet in diesem Let's Play. Oft. Doch jetzt möchtest du hier, dass ich eine Stand-Up One-Man-Comedy-Show schmeiße. Und ich habe keinen Bock. 5 AP. 5 Mal Brick Break und die Chance auf einen Crit. 5 Brick Breaks und die Chance, diese Endless Loop zu breaken. 5 Mal Brick Break, 5 Mal Brick Break. Für alle, die sich fragen, ist dieser Typ eigentlich geisteskrank? Ich, ja. Ja, aber es bleibt uns auch keine andere Wahl. Ja, Mann! Yes! There we go! So, Frostless. Ei. Hab Bock auf Fire Ghost. Frostedie kommt. Das habe ich wenigstens gelernt von Part 12. Alter Schwede. Also für alle, die sich fragen, was war jetzt das Problem an diesem Gastrodon? Das Problem lautet, Wasserboden. Wasserboden. Oh mein Gott. Wait. Yes, der Crit. Moment, könnt ihr mir nochmal schnell erzählen, war das nicht eine Eisattacke? Aber egal, ihr werdet mir das schon erklären können. Und dann haben wir noch ein Rex Bleezer. Ich hoffe, wir one-shotten es. Wenn nicht, dann sehen wir gleich Fire Ghost ins Gras beißen. Ah, es ist mega Rex Bleezer. Okay, dann wird es ein bisschen brenzlicher. Wobei, ich weiß nicht. Es sieht übrigens mega cool aus in Mega Evolution, just saying. Generell, ich liebe Mega Evos, aber wird das reichen? Yes! Yes, 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 yes. Leute, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich mit diesem Kampf. Gastrodon, du kleiner Recover-Spammer. Oh, nice. Get down. Und du wirst mir jetzt das Tablet geben. Morgana's a fool. Lol, bist du crazy?
Sie hätte so gerne Regis behalten. So, dann nehme ich mir das. Jetzt einfach mal touchen. There we go. There we go. Ja. Earthquake geht ab. So, und mit dem ersten Idle Piece piece ich out zu Herschel und sag ihm kurz Hallo. Wir berichten ihm kurz. Das war sick jetzt. Ey, hast du gesehen, hier Gastrodon, ey, was zur Hölle, hast du den Scheiß gesehen? Alright. Und ich würde sagen, im nächsten Part machen wir weiter mit den letzten zwei Generals of the Elder Knights. The Knights of the Elder Knights. Mit Isekail und dem anderen Dude. Lange ist's her, den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Und ich sage GG, achso, für alle, ich möchte das noch kurz abschließend erklären, was hier gerade passiert ist. Es war ein Wasserboden-Gastrodon. Das große Problem ist, es hat nur eine Vierfachschwäche gegen Pflanze. Und alles andere ist Kacke. Und zwar alles von uns. Immun gegen Elektro. Tschüss, Andaros. Nicht effektiv Stahl, nicht effektiv Eis, nicht effektiv Wasser, nicht effektiv Feuer, nicht effektiv Boden, nicht effektiv Unlicht, nicht effektiv Fee, nicht effektiv Flug, nicht effektiv Kampf, nicht effektiv Drache, nicht effektiv Käfer, nicht effektiv Unlicht, nicht effektiv Normal, nicht effektiv Gift, nicht effektiv Psycho, nicht effektiv Gestein und nicht effektiv alles. Hab ich irgendeinen Typ vergessen? Und damit sage ich Tschüss, Leute. Denn wenn ihr so viel AP auf Recover habt, dann kann euch nichts passieren. Recovert euch erstmal und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Das werde ich jetzt auch tun. Und ich hatte Spaß. Ihr hoffentlich auch. GG.